Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute, wie ihr seht, zu dem Buch Feyre, das Herz der Phönixtochter von Nina Plazon. In diesem Buch geht es um eine Fee, die in ein riesiges Herrenhaus zieht, weil ihre Mutter dort in der Kindheit schon gewohnt hat und es ihr Kindheitstraum war, immer mal wieder dorthin zu ziehen. Und ja, jetzt hat sie ihre Familie dazu gebracht, dass sie zusammen dorthin ziehen, und eine Fee findet es eigentlich gar nicht so toll, weil es ist wirklich so ein ganz, ganz altes Herrenhaus mit außen noch Steinfiguren an der Fassade und einem riesigen Park hinterm Haus. Und eigentlich findet sie es echt nicht so geil. Auf jeden Fall erleben sie und ihre Freundin ein riesen Abenteuer, denn eines Tages, als sie im Park ein bisschen am Spielen sind, also es sind 12-Jährige im Park, was am Tun und Machen sind, schlägt auf einmal ganz plötzlich was neben ihnen ein. Und da ist auf einmal eine rauchende Gestalt. Also sie raucht nicht, sondern sie ist verrußt und schwarz, und es ist auch ein Mädchen. Und dieses Mädchen nennt sich eben Feyre. Und ganz allmählich entdecken die Kinder eine Geschichte hinter dieser Feyre und entdecken eine ganz, ganz neue Welt. Und das ist super spannend aufgemacht, das Ganze. Ich fand es einfach so atmosphärisch. Also ich habe wirklich die ersten paar Kapitel gelesen und war so wirklich drin. Ich war in diesem Park, ich war in diesem Haus, ich war auf dem Dachboden, wo sich später Feyre verstecken. Ich war in diesem Ballsaal, den es in dem Haus gibt, und ich konnte mir die Steinfiguren vorstellen. Das war einfach wahnsinnig cool gemacht. Und dann kommt noch dieser wundervolle Schreibstil dazu, der mir das einfach alles noch verbildlicht hat, noch mehr. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Buch. Auf jeden Fall fand ich es einfach richtig, richtig gut gemacht, was die Autorin sich hier für eine Geschichte ausgedacht hat. Diese ganze Geschichte mit der Welt von Feyre, die sie da entdecken, und dass sie eigentlich wirklich erstmal ein Geheimnis daraus macht und dass die Menschen überhaupt nicht vertraut und was da eben alles dahinter steckt, war einfach so, so spannend herauszufinden. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass sie fast eine eigene Welt aus diesem Herrenhaus gemacht hat. Dieses Herrenhaus ist wirklich so, so was Eigenes. Also es ist irgendwie, wenn man dort ist, auch als Leser, fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Und ich fand das dann so krass, selbst wenn sie im Park waren oder wenn sie in dieser Siedlung waren, die hinter diesem Hochhaus ist, dann fühlte man sich wie rausgerissen von diesem Herrenhaus. Und immer und jeder wurde zu diesem Herrenhaus hingezogen. Und man hat sich schon gedacht, okay, irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht und was ist da los und wieso ist der Hausmeister so komisch und so mürrisch und eigentlich immer böse und wieso kann er Kinder nicht leiden? Und dann haben wir hier natürlich eine Protagonistin, Anna Fee, die eigentlich total zurückhaltend ist, dadurch, dass sie in ihrer Vergangenheit auch einen schlimmen Unfall hatte, ist sie eigentlich gar nicht so die Abenteuerlustige. Eigentlich ist das immer ihre beste Freundin gewesen, nämlich Nelly. Und hier in dem Buch merkt man dann auch ihre Entwicklung. Man merkt, okay, da passiert was. Sie traut sich auch mal etwas, weil sie merkt, dass diese Feyre, dass sie irgendwas Schlimmes durchgemacht hat und dass sie ihr helfen möchte. Und man merkt, wie sie eine Beziehung zu ihr aufbaut und dass sie dadurch eben mutiger wird. Und das ist einfach so, so spannend zu sehen. Und es macht einfach Spaß, es zu lesen. Ich fand das Buch einfach von der Atmosphäre so toll. Ich habe mich da so wirklich hineinversetzt gefühlt, dass es dadurch einfach noch mehr Spaß gemacht hat, es zu lesen. Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Auch wenn in diesem Buch 12-jährige Charaktere die Hauptrolle spielen, hat es mich überhaupt nicht gestört. Ich finde, da gibt es absolut schlimmere Bücher, wo es um 17-Jährige geht, die sich aufführen wie Kinder. Ja, auf jeden Fall fand ich, das ist ein Kinder- bzw. Jugendbuch, das trotzdem nicht naiv wirkt, das trotzdem so den Standard hat, dass ich sagen würde, das kann man wirklich bis ins hohe Alter hinweg noch lesen, weil es einfach was Märchenhaftes hat. Und Märchen sind ja sowieso so ein bisschen was All-Age-Literaturmäßiges, finde ich. Und das macht es einfach zu einem Buch, das man wirklich bis ins hohe Alter noch lesen kann. Und das einem auch nicht irgendwie total kindlich vorkommt. Manchmal hat man das bei Kinderbüchern, dass sie halt wirklich so krass naiv sind, und das hat man hier halt gar nicht. Wir haben hier wirklich eine Protagonistin, die nachdenkt und die sich auch Hilfe holt und die wirklich Argumente hervorbringt, die einem auch ja, realistisch vorkommen. Wie auch ihre Freundin einmal sagt, ja, und wenn meiner besten Freundin was passieren würde, dann würde ich mir eine ganze Menschenmasse an Hilfe holen. Ich würde doch nicht allein versuchen, da irgendwas zu machen. Ich würde mir da ganz, ganz viele Freunde holen, die mir da einfach helfen, meiner besten Freundin zu helfen. Und das waren so Argumente, die fand ich einfach so realistisch. Und ich fand es so krass, dass wir hier wirklich so 12-jährige Kinder haben, die einfach schon so erwachsen rüberkommen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Weil ich halt einfach
wie ich ja eben schon angedeutet habe, mit zum Beispiel Wolkenschloss einfach ein Buch hatte, wo man eine 17-jährige Protagonistin hat, die wirkt wie 12, dadurch, dass sie eben so kindisch ist und total naiv ist und direkt alles glaubt, was man ihr sagt. Und da ist es doch erfrischend, mal ein Buch zu lesen, wo man eben merkt, dass es auch intelligente Protagonisten, die wirklich erst 12 sind, die einem aber trotzdem nicht wirken wie, was weiß ich, 3 oder so. Und die auch nicht so naiv sind, sodass man sagen würde, kommt irgendwie überhaupt nicht realistisch rüber. Und das fand ich an diesem Buch so toll. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Ihr könnt ja einfach mal reinlesen. Ich werde euch eine Leseprobe unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann einfach mal reingucken. Und ja, genau, das dazu. 4,8 Sterne hat das Ganze von mir bekommen, weil ich es einfach so toll fand. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Falls ihr es schon gelesen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.